Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Momente Box von Marc Reis. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Momente von Marc Reis, das Ganze aus dem Jahr 2014. Wie wir hier sehen können, ist die Box relativ schlicht gehalten, denn sie ist einfach nur ein brauner Karton. Hier oben haben wir einmal einen Sticker, hier lesen wir Rap Reis Marc Neu Keller, Neupreis 14,90 €. Und hier unten haben wir noch einen Barcode und hier lesen wir WPE 057, also das dürfte wohl die Katalognummer sein von Wolfpack Entertainment. Marc Reis Momente Limited Box Set und dann haben wir CD, T-Shirt in der Größe L, Sticker und DIN A5 Magazin. Alles klar, nachdem wir das alles zur Kenntnis genommen haben, werden wir diese Box mal aus der Folie holen. Ja, am besten hier oben mal reinschneiden. Und dann schauen wir doch mal hinein. So, der eine Sticker hat sich jetzt verabschiedet, der war auf der Folie. Der zweite Sticker, der diesen Boxinhalt hatte, also die Auflistung des Boxinhalts, ist noch drauf. Wir schauen jetzt noch einmal kurz rundum, aber ich glaube, ja, hier ist nichts weiter zu sehen. Das Ganze lässt sich dann hier öffnen und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal das Shirt. Jede Menge Luftpolsterfolie zur Dämpfung des Inhalts, sehr schön. Dann, das ist dann wohl das Album, ein Sticker und das Magazin und hier nochmal mehr Luftpolsterfolie. So, die Box machen wir zu und packen sie zur Seite. Und nachdem hier das Shirt noch in Folie ist, werden wir das hier mal aus der Folie befreien. So, dann packen wir das Shirt mal zur Seite und starten wie immer mit dem Album an sich, beziehungsweise wenn wir es genau nehmen, ist es mehr eine EP. Also wir haben hier in der Papphülle die CD. Und wir haben hier, das dürfte wohl hier in diesem Helikopter Marc Reis sein, wir lesen hier die Nummer 68 und hier ein riesenlanger Stecker, also so ein Stromstecker, der hier rauskommt. Und ja, aus diesem Helikopter ist nicht nur hier der Rotor, sondern es sieht so aus wie so ein Riesenrad, wo hier diverse Gondeln besetzt sind, wo hier auch Personen drin sitzen. Und es sieht so aus wie so eine Jahrmarktszene, also sehr, sehr merkwürdiges Cover, in schwarz und weiß gehalten das Ganze. Sieht auf jeden Fall sehr chaotisch aus hier. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und die ist hier etwas speziell, denn sie ist nicht durchnummeriert. Und wir haben auch hier in Schreibschrift das Ganze. Also wenn ich es richtig lese, haben wir hier Intro, Momente, alles zurück. Tief mit den Raben, würde ich mal sagen. HBID, immer noch und alles zurück. Und wir haben hier ein Feature von Yoshimitsu und darunter dann jeweils die Infos, wer das Ganze produziert hat. Also die meisten Tracks hier von den Stereoids. Und hier unten noch die Credits zum Album, beziehungsweise zur EP. Ja, 7 Tracks, ein Feature ist hier mit drauf. Wir haben hier keinen Barcode, denn das Ganze gab es wirklich nur in dieser Box. Also rein so gab es das Ganze nicht zu kaufen. Und diese Box ist auf 444 Stück limitiert. So, dann schauen wir mal die CD an. Die sieht so aus, in schwarz und weiß gehalten, hier mit so einem schwarzen Tintenfleck. Und das hier dann wohl der junge Marc Reis hier mit Latzhose. Also in einer Papphülle die EP. Dann haben wir einen Sticker im Querformat markreis.de. Und hier lesen wir noch Momente. Dann kommen wir zu diesem Büchlein, zu diesem Heftchen oder wie es hier genannt wurde, DIN A5 Magazin.
Also das Magazin, auch hier lesen wir wieder Momente, Magazin, Markreis und eben dieser dürfte dann wohl hier abgebildet sein. Auf der Rückseite wieder diese Jahrmarktszene. Dann schauen wir mal hinein. Okay, also hier haben wir so diverse Zitate. Ich war nie ein New Kid on the Block. Aus Freunden wurden Feinde. Sprachtod, MA, meist gehasst. Oder doch bester Rapper seiner Stadt. Ich ging den Rest der Welt, bis der letzte fällt. Es ging mir nie um Geld, ging mir nie um Fame. So, dann haben wir hier diverse Fotos von Leuten, die ihn so die letzten Jahre begleitet haben dürften. Also hier Markreis, aka Sprachtod, wie er leibt und lebt. Dann hier zum Beispiel auch noch Debo. Das dürfte dann wohl Megalo sein. Mit dem hat er auch ein gemeinsames Album damals gemacht. Alles negativ. Dann hier Shakusa. Also, jede Menge bekannte Rapper hier mit dabei. Und dann gibt es hier zum Abschluss noch eine Widmung, würde ich mal sagen. Also hier steht zum Beispiel, ich lese euch die ersten Sätze mal vor. Die Songs auf dieser EP sind noch in der Endphase von Nostalgie entstanden. Besonders mit dem Song Momente bin ich sehr zufrieden. Mir wurde oft von Freunden, aber auch von Fans gesagt, dass sich viele meiner Songs in meiner Vergangenheit abspielen. Aber ich sah das nie als Problem. Ich habe viel erlebt, sehr viele Menschen kennengelernt und durch meine bestimmte Art habe ich mir nicht nur Freunde gemacht. Ich möchte behaupten, eine Freundschaft mit mir ist intensiv und kompliziert. Okay, also hier dann so eine Widmung zu dieser EP. Wie gesagt, hier wieder die Jahrmarktszene. Und dann haben wir noch das Shirt. So. Also, auch hier wieder auf dem schwarzen Shirt ein weißer Aufdruck mit diesem Cover, mit dieser Szene. Und hier können wir es besser beurteilen, was hier alles abspielt. Denn hier sehe ich jetzt auch, hier sind die Buchstaben, also M-O-M-E-N-T-E, Momente, hier auf diesen einzelnen Gondeln verteilt. Und hier unten, was ist hier los? Hier werden Brezeln verkauft. Hier ist wohl einer auf Stelzen unterwegs. Dann gibt es hier noch Hau den Lukas, also so die ganz klassischen Angebote auf seinem Jahrmarkt. Rückseite ist blank schwarz und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Kia Europe Heavy Cotton in der Größe L und das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt mit dem Coveraufdruck in Schwarz und Weiß. Dann dieses Magazin, das Momente Magazin DIN A5. Der Sticker im Querformat in Schwarz und Weiß. Sowie natürlich die EP in der Papphülle mit 7 Tracks und einem Feature. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box. Momente von Markreis. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Markreis unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.